Studierende haben das preiswerte Semesterticket. Damit können sie preiswert Bus und Bahn benutzen und eigentlich durch die ganze Stadt fahren. Und das Ganze kostet ungefähr rund 30 Euro und ist im Großen und Ganzen im Semesterbeitrag schon enthalten. Das ist schön. Aber es gibt nicht nur Studierende, sondern es gibt auch andere junge Menschen, die in der Bildung sind. Und das sind die Berufstätigen, das sind die Auszubildenden, diejenigen, die in den Betrieben lernen oder in den Berufsschulen lernen. Für sie gab es bisher gar nichts in der Vergleichbarkeit. Sie mussten teilweise über 100 Euro für das Monatsticket bezahlen. Das ist nicht richtig. Und das haben wir deshalb geändert, denn wir wollen, dass die akademische Ausbildung an der Universität gleichwertig ist mit der beruflichen Ausbildung. Und das muss sich auch auf diese vielen Vorteile beziehen, die Studentinnen und Studenten durchaus genießen, die Auszubildende häufig aber nicht haben, gerade beim Semesterticket. Und deswegen haben wir das geändert. Wir wollen in Zukunft Folgendes möglich machen: 20 Euro zahlt der Staat, 20 Euro zahlen die Betriebe und nur noch 30 Euro bleiben dann für die Auszubildenden. Und mit diesen 30 Euro können Sie eine Monatskarte kaufen, mit der Sie im gesamten HVV-Gebiet unterwegs sind. Ein tolles Angebot. Und die Stadt, wir als Schulbehörde, die Verkehrsbehörde, der Verkehrssenator und ich, wir stehen zu unserem Versprechen und sagen, wir legen diese 20 Euro für jeden Schüler und jeden Monat auf den Tisch, wenn auch der Ausbildungsbetrieb mitzieht. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, denn die Kammern, die Handelskammer und die Handwerkskammer haben das begeistert aufgenommen. Und sie sagen, die Unternehmen wollen viele Auszubildende gewinnen. Und deswegen werden sie sich hier nicht lumpen lassen und mitmachen. Und das ist eine tolle Sache. Nicht nur, damit die Studierenden und die Auszubildenden gleichwertig behandelt werden, sondern auch, weil es darum geht, die Verkehrswende in der Stadt Schritt für Schritt jetzt auch einmal Wirklichkeit werden zu lassen. Alle reden über alles, was man tun könnte, aber etwas tun muss man auch mal. Nicht nur darüber, was man tun könnte. Und dieses ist ein konkretes Tun. Wenn jedes Jahr über 50.000 junge Menschen diesen besonderen Vorteil haben, dann werden sie sich an Bus und Bahn auch anders gewöhnen. Sie werden damit anders umgehen und vielleicht auch langfristig weniger Auto fahren. Das braucht die Stadt. Das ist ein wirklicher Beitrag auch zum Klimawandel. Und deswegen finden wir, ist das eine gute Sache und drücken ab jetzt die Daumen, dass die meisten Unternehmen ihren Auszubildenden sagen, ich lasse mich nicht lumpen, du kriegst von mir auch die 20 Euro und dann können die jungen Menschen wirklich in der ganzen Stadt für sehr, sehr wenig Geld unterwegs sein. Ich freue mich drauf.